Hey Leute, es ist endlich soweit. Der vierte und auch letzte Teil unserer Schuhkeller-Saga geht weiter. Mit meinem persönlichen Highlight. Die Probefahrt mit dem nagelneuen Mini Cooper SE rein elektrisch. Und da auch ein kleines Special. Lasst euch mal überraschen, wer das gute Stückchen fährt. Ja, Leon, wir haben viel drüber gesprochen. Und jetzt stehen wir auch davor, vor unserem E-Mini mit dem SF Shopfair Nummernschild. Da ist es das gute Stück. Auch erkennbar an den gelben Spiegelkappen. Ja, hier haben wir unsere E-Ladesäule, die im ersten Moment gar nicht gedacht war für unseren eigenen Bedarf, sondern eben für unsere Kunden. Das ist auch das, ich sehe die gerade, also das sieht jetzt nicht aus wie eine gewohnte Ladesäule, oder Edmund? Ja, wir haben das, eine von der ersten, wo hier Ludwigshafen installiert genau. Ist. Okay. Genau. Und ein guter Freund von mir, auch autoaffin, hatte damals noch eine Ladestation übrig. Ich sagte, komm, baue es doch mal bei dir ein. Ja. Und ich sagte, okay, lass uns einfach mal das ausprobieren. Und ja, jetzt 3 Jahre weiter sind wir so weit, dass wir zusammen eben mit euch die Infrastruktur hier erweitern werden. Das war jetzt eine Lösung zum Experimentieren, zum Rantasten. Ja. Aber der nächste Schritt wird eben sein, eine professionelle Lösung, professionelle Ladesäulen, also 2 dann eben, damit man auch 2 Fahrzeuge laden kann, vielleicht sogar auf dem Parkplatz 1 eine dritte, ja. Weil die Shopfair bekommt ein gutes Jahr, wenn er denn kommt, ein X5 Hybrid. Oh, okay. Und so brauchen wir eben die Plätze für unsere Kunden und eben auch für uns. Wahnsinn. Und da kommen wir jetzt ins Spiel. Stichwort Vogel E-Charge. Ihr fragt euch sicherlich, was das ist. Vorab hier unten im Kästchen blende ich euch mal die Hotline ein. Da könnt ihr mal anrufen und da findet ihr auch die ein oder andere Information. Folgendes. Sicherlich wie auch ihr, die Kundschaft findet E-Autos cool. Das funktioniert. Das Auto macht Spaß, es sieht gut aus. Das Problem nach wie vor ist aber noch diese digitale Vernetzung. Wie bekomme ich die Ladesäule auf den Hof? Wie komme ich sicher von A nach B? Und da möchte Vogel E-Charge weiterhelfen. Wir bauen eine Subfirma momentan auf, die genau diese Nische betreibt. Also wir haben ja das Automobil und die Schnittstelle dazwischen zur Vernetzung. Und da kümmern wir uns drum. In Form einer E-Säule, der App-Bedienung etc. Viele wichtige Partner, auch teilweise Elektriker, die uns da beraten zur Seite stehen und euch dann auch in Zukunft beraten werden. Also ich bin beeindruckt von der Beratungsleistung, die ihr hier bietet. Wir sind da sehr euphorisch rangegangen und gesagt, ja, wir haben ein E-Auto, wir haben eine Ladesäule. Aber was es eben noch an viel mehr, an mehr Leistungen gibt, was für Möglichkeiten es eben gibt. Also bei der Shopfair haben wir ja hier die Ladesäule, das ist unser Grundstück. Hier geht es dann um Abrechnung, wie wir das in Zukunft auch entsprechend richtig darstellen können. Das ist eben ein Punkt. Der nächste Punkt wird aber sein, wie können wir das Auto in unserer Halle in Freinsheim laden. Richtig. Da sind wir Mieter. Wie lässt sich das machen, ohne jetzt da hunderte Meter an Kabel zu verlegen? Da gibt es Lösungen. Und das hat mich beeindruckt und das ist wirklich zukunftsweisend, was ihr da macht. Und danke. Ja, komplimentiert den Service, den Vogel Autohäuser bietet. Vielen, vielen lieben Dank. Unten im Kästchen, da habt ihr auch noch mal nähere Informationen dann zu dem Vogel E-Charge-Thema. Jetzt zwischendurch werden wir auch mal den Flyer einblenden. Da steht dann auch noch mal die Hotline drauf. Meines Erachtens nach ist bei der E-Mobilität das Auto nur noch sekundär, also das Fahrzeug an sich, primär eigentlich diese Thematik, wie kann ich laden. Genau. Schuhkeller, das erste und beste Beispiel hierfür, gerade in dem Stadtleben, wo der Mini für gemacht ist. Heißt aber nicht, dass es für ländliche Regionen nicht sein sollte. Überhaupt nicht. Mittlerweile ist alles möglich. Überhaupt nicht. Gerade im ländlichen Bereich gibt es ja auch viele Flächen. Hallen zum Beispiel. Ein Freund von mir ist Winzer, der hat jetzt auch Photovoltaik auf einer großen Halle. Und der braucht das Auto eben nur, um vom Wohnhaus zur Betriebsstätte zu fahren. Und das wird sicherlich auch eine Zukunft sein. Und die überlegen sich eben auch, welche Geräte in Zukunft ab und zu, mit Strom betrieben werden kann. Denn Diesel, Sprit wird auch immer teurer. Richtig. Da müssen wir uns auch unsere Gedanken drum machen. Wie geht's weiter? Lust dann auf eine Probefahrt? Wenn du mich so fragst, warum nicht? Wer will fahren? Mir egal. Edmund, dir egal? Ja. Dann fahr du. Dann fahr du. Ja, gerne. Ja, übrigens, dürfen wir es erwähnen? Wie alt bist du, Edmund?
Naja, die 90 sind vorbei. Die 90 ist schon rum? Die sind schon rum, ja. Wie alt? 92? Werden wir, will ich werden. Leute, wir haben es gehört. Der Edmund fährt jetzt mal ein Ründchen mit dem Mini SE und zeigt euch, egal wer, jeder kann mit dem Auto umgehen und es ist total intuitiv. Ich freue mich. Gut. Cool. Okay, dann machen wir. Dann stecken wir das gute Stückchen mal ab. Hey ihr Lieben, das geht jetzt auch schon schneller als gedacht. Der Edmund sitzt schon im Auto, der kann es kaum erwarten. Ich komme jetzt dazu und dann legen wir auch schon direkt los. Ich bin mal gespannt, wie sich das Auto hier in Ludwigshafen fährt. So Edmund, ich freue mich. Sollen wir mal loslegen? Ja. Er kann schon kaum erwarten. Das D ist schon drin. Edmund, für dich am Anfang war es ja bestimmt auch eine große Umstellung, gell, auf das Thema E zu kommen. Ja, ist richtig. Warst du skeptisch, wenn ich fragen darf? Ganz klar. Ja. Klar? Ich bin normalerweise mit meinem Morgan unterwegs. Ja. 8 Zylinder, 850 Kilo wiegt das Ding. Ne? Ja. Also da kannst du dir vorstellen, wie der abgeht und wie er sich fährt. Was ja, da auch für einen Spaß aufkommen kann, gell? Ja, ja, aber das Auto fahre ich tagtäglich, wenn es wieder entsprechend ist. Ja. Jetzt war aber die Frage, was machen wir, wenn es im Winter nicht nur kalt, das wäre nicht so schlimm, aber wenn es regnet. Und da wird es in einem offenen Auto, und ich will das nicht jeden Tag zumachen, zumal es im Winter ganz umständlich ist, wenn das verdickt kalt ist, ja, das einzuknöpfen und so weiter. Also sollte man irgendwie ein Outdoor-Fuhrwerk haben, mit dem wir hier in der Stadt rumfahren können. Und das man halt auch mal im Winter tauglich haben. Super. Tjo, da haben wir überlegt, was machen wir. Und dann sind wir auf ein E-Auto gekommen. Mini, ja, den habt ihr gerade auf dem Hofstier gehabt. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Probieren wir doch mal aus, laden so, da haben wir. Also kann eigentlich nicht mal so viel schief gehen. Wir sehen es auch, er hat gerade an eine Ladesäule gesteckt, er ist jetzt schon wieder voll geladen. Ja, ja, ja. Mich fasziniert ja, wie wenig der an echten Kilometern vom der Batterie her braucht. Ja. Ich fahre 40 Kilometer und verbrauche 20. Genau. Ja, also im Stadtverkehr super. Betätige ich praktisch keine Bremse, das macht nur der Motor. Ich sehe es auch gerade, du machst gerade gar nichts, außer Gas geben, du schaust ein bisschen voraus. Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen gewohnheitsmäßig. Ich bremse genauso bei meinem Morgan. Ja. Mit den Gängen, also Bremsbelege, ja, brauche ich alle, was weiß ich, 10 Jahre oder sowas. Also Bremsbelege, die werden bei mir sehr geschont. Ja. Ich mache den entsprechenden Gang rein, schalte zurück und dann bremst das Auto. Und genauso komme ich mir in dem Mini vor. Ja. Ja, also, dass der Motor bremst, nur brauche ich hier nicht mal einen richtigen Gang reinzumachen. Wollte ich gerade fragen, als nächstes, gell? So ist ja nicht viel zu entdecken, da gibt ja nur gefühlt 3 Gänge. Ja. Wie war das erste Mal für dich, als du mit dem Auto gefahren bist? Hast du sehr lange gebraucht, um reinzukommen, oder war das so, ich bin eingestiegen, nach 10 Minuten habe ich mich schon wohl gefühlt? 10 Minuten, 500 Meter. 500 Meter? Ihr habt es gehört, jetzt mal wirklich hier aus Kundensicht, ohne dass ich was aktiv verkaufen möchte. Es geht. Ich gewöhne mich sehr schnell an ein neues Auto. Ich bin unser anderer große M jetzt noch nicht gefahren. Ja. Aber da will ich ein bisschen Platz haben, um viel dafür für das Auto zu kriegen, damit wir ein paar Meter Autobahn fahren. Vollkommen richtig. Und dass man das Ding irgendwie richtig in den Griff kriegt. Ne? Ja, man merkt es auch hier im Stadtverkehr. Klar, der Benziner macht auch nach wie vor viel Spaß, aber es ist genau richtig hierfür, gell? Hast du so 2-3 Lieblingsdinge an deinem Auto bis jetzt hier gefunden, was dir besonders viel Freude bereitet oder auch wichtig ist? Ja gut, die Möglichkeit, mich in den Verkehr einzuordnen. Ja. In dem es, ich durch die Betätigung, Gaspedal, kurz schnell und die schnelle Antriebsgeschwindigkeit von ihm, die ist beeindruckend. Ne?
Also ich war nicht lang, bis ich mich da irgendwo eingeatmet habe, eine Lücke entdecken, kurz Vollgas, zack, und ich habe die entsprechende Lücke, ganz spielerische Geschichte. Wenn man mal überlegt, du kommst richtig schnell von A nach B. Ja. Und das ohne, dass du den Motor warm fahren musst, ja, ohne dass jetzt, du da... Lade bestimmt wieder die Batterie auf. Ne? Also richtig. Jetzt sind wir bei 145, haben wir jetzt drauf. Jetzt hast du gerade auch nicht gebremst, gell? Nee, nichts. Faszinierend. Fährst du manchmal auch mit der Niedrigrekuperationsstufe oder immer so? Hast du dich mittlerweile schon so dran gewöhnt, dass du sagst, komm, das so, passt? So wie das jetzt ist. Ne? Ja. Gibt es da auch eine niedrige Stufe, die weiß. Ah, wusstest du es noch gar nicht? Ja, dann bin ich da. Siehst du den Knopf hier? Ja. Drück mal drauf. Der da? Ja. Okay. Jetzt siehst du, es leuchtet orange. Ja. Jetzt hat rekuperiert das Auto nach wie vor noch. Also bei jedem Rollen und Bremsen lädt er noch auf. Aha. Aber er bremst nicht mehr gefühlt so stark ab. Aha. Er lädt demnach nicht mehr so stark und fokussiert auf. Aha. Ja. Mal schauen, wie dir das gleich gefällt. Ich bin gespannt. Ihr seht, es ist auch immer mal wieder schön, wenn wir dabei sind. Die Kunden entdecken oft noch Dinge, die bis dato noch nicht bekannt waren. Oder es wird immer mal wieder was Neues gefunden, wo dann Fragen entstehen könnten. Ja. Deswegen legen wir auch sehr viel Wert auf die Kommunikation. Ich bin auch noch nicht viel unterwegs gewesen mit ihm. Ja. Meistens so in Mannheim und Negau. Mhm. Und durch die Mannheimer Innenstadt allerdings im Ring. Und es ist also schon ein bisschen, aufregend, wenn man da vorwärts kommen will. Natürlich. Wenn ich mich an die Stube Heil auf die rechte Bahn begebe und mit dem müden Verkehr mit Maschine mitlaufen lasse, dann mag das ja ganz gut sein. Aber das... Magst du mal rollen lassen kurz? Aha, ja, richtig. Merkst du das? Ja, da bremst du überhaupt nicht. Manchmal, nur noch ein bisschen und jetzt machen wir nochmal das andere. Ja, 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 ja. Und jetzt bremst er schon stärker. Ja, ja, klar. Nur, dass du das mal weißt. Ah, ja. Da fährt er ein bisschen normaler, das ist eher gedacht, wenn du mal eine kurze Strecke fährst, du brauchst dann nicht unbedingt die starke Rekuperation. Da kannst du gerne drauf zugreifen, Edmund. Ja. Lädst du den auch manchmal selber auf? Wie am Stecker, ja. Machst du es auch selber? Problem. Ja, das super. Okay. Klappt auch alles soweit. Das klappt, ja, das ist kein Problem. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Oh ja. Ich finde auch das Klangbild sehr interessant. Ja, ja, das habe ich am Anfang vermisst, wie ich gestern eine Motor angemacht habe. Ja. Ja, also eingeschaltet habe, war alles in Ordnung. Und das Ding ist nicht vorwärts gekommen. Ja. Ich habe Markus angerufen, was ist los? Ja. Sein Fehler war, er hat ihn angemacht, aber wohl nicht richtig den Knopf gedrückt und dann war das Auto nur im Standby, im Standby-Modus, wollte dann aufs Gas drücken und dann kam nichts. Kleiner Tipp, wenn du ihn anmachst, dann ertönt doch dieses Geräusch, gell? Ja, ach so, ja, ja. Das zeige ich dir gleich im Anschluss gerne nochmal. Wenn das ertönt ist, ist er an. Zack, ne? Richtig. Jetzt war auch schon mal eine Bremse. Nicht einmal. Nicht mal richtig, gell? Ich war nur der Fuß oberhalb. Aber auch von den Kurven her unheimlich. Ja. Unheimlich gut, unheimlich schnell. Da müsste ich auch noch eine Spezialstrecke gehen. In den Pfälzerwald vom Höninger hoch auf die Lindemannshohe. Wärst du auch öfter mal hin? Ja, ja, da ist so sonntags Tour schon, oder wenn wir eine kleine Waldtour machen und so. Und die ist sehr kurvenreich und rauf zu es fahre ich so gern, runter zu es muss man aufpassen, denn die Straße ist sehr schmal, da heißt also schon mal auswenden, ausweichen, ein bisschen so auf den Grund. Ja. Und bist du die Strecke auch schon mal mit dem SE gefahren? Nein. Dann hast du ja mal einen Plan für die Zukunft. Ja, 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 ja. Kann ich ja auch mal machen, dann bin ich mal gespannt, wenn wir uns wieder sehen, wie dein Feedback dann lautet. Das machen wir mit Sicherheit mal. Ja, wie du es gerade demonstrierst, man merkt es einfach. Er zieht rüber, du kannst gut beschleunigen. Ja. Hier kommt sich auf die Höchstgeschwindigkeit drauf an, das Auto muss keine 240 laufen.
wir sind genau richtig bedient. Ein bisschen Gewohnheitssache. Also wenn er bei 150 aufhört auf der Autobahn, ich will gerade noch mal ein bisschen. Gerne. Und zwar nur mal wichtig, dass ihr seht, wie das Auto am besten gefahren werden kann und dass auch jeder mit zurechtkommen kann, wenn man nur will. Ja, eine schöne Sache mit dieser Geschwindigkeitsbegrenzung hier. Ja. Wenn ich den Knopf drücke und dann habe ich meine konstante Geschwindigkeit, kann vom Gas runtergehen und weiß, ich werde nicht gefilmt. Ja. Weil ich über die Strecke schlage und wenn ich es weg haben will, dann wieder den Knopf drücke. Schön. Das war bei den bisherigen BMWs, die wir hatten, ein bisschen umständlicher. Von der Handhabung her? Von der Handhabung her, da musste ich erst die Voraussetzungen machen, das einstellen und dann und den nächsten Knopf drücke da. Wenn man das so ein Auto nicht jagdtäglich fährt, ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Das ist genau das, was Mini verkörpern will. Das ist viel einfacher hier. Super. Du hast übrigens neben dem Knopf, siehst du das LIM, den Limiter? Ja. Wenn du den drückst zum Beispiel jetzt, da kann den Limiter, LIM. Ich habe keine Brille, ist das der Limiter? Der Knopf auf der anderen Seite. Der hier. Ah. Wenn du den drücken würdest, drück mal drauf. Jetzt ist er bei Tempo 30 zum Beispiel drin. Jetzt kann ich aufs Gas gehen und wieder. Jetzt kannst du aufs Gas gehen, wie du willst, genau. Ich darf bloß nicht runtergehen. Und dann fährt er nicht schneller. Es sei denn, du drückst das Gaspedal mehr als drei Viertel durch. Aha. Aus Sicherheitsgründen beschleunigt er dann trotzdem. Siehst du? Ja. Aber wenn du normal fahren würdest, hält er die Geschwindigkeit. Ist auch ganz praktisch, nur dass du das mal weißt. Ja, nicht schlecht. Wenn du den Knopf wieder drückst, ist es deaktiviert. Drücken wir wieder den Knopf. So. Ja, wie der Marco schon gesagt hat, das Auto. Oh, ich, das Wort ist grün. Ah, kriegen wir nicht mehr. Das war zu kurz. Aber es macht schon Spaß, es macht einfach Laune. Ja. Man merkt es ja auch an, Edmund. Ja, in meinem Alter muss man ja ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwie so ermüdet. Ja. Ja. Da ist ein Auto mit ein bisschen Zug und wo ich abwechselnde Geschwindigkeiten fahren kann. Schon wichtig. Eigentlich schon wichtig. Mhm. Wenn das so gemütlich vor sich hingeht, alles in einem kleinen, so das Auto, wo ich so ein schwammiges Auto habe, dann ist die Gefahr, dass man ermüdet. Ja. Und das will ich natürlich gar nicht haben. Ne? Genau, gerade auch bei den Überholvorgängen, wie du schon demonstrierst in der Stadt, wenn du doch mal schneller von A nach B kommen musst oder mal vom Fleck kommen musst, da bist du dann optimal jetzt bedient mit dem Ansprechverhalten. Fahre ich auch gern mit meinem Ofen, dann hast du auch nicht so die Möglichkeit zum Einschlafen. Ja. Und das ist also bei dem Kiesel da auch schön. Schön, das freut mich. Wie der Marco schon betont hat, das Auto war mal ein Vorführfahrzeug bei uns, was noch nicht vorverkauft war. Und aufgrund der langen Lieferzeit hat er dann auf den hier zugegriffen. Aber optisch auch ein echter Eyecatcher, gell? So mit den Leisten innen drin, modernen Peppich. Seine gelben Ohren da. Genau, mit den gelben Öhrchen. Ja. Die sind ja signifikant für das Thema E-Mobilität bei Mini. Das ist ja die E-Farbe. Damit markieren wir die Autos sozusagen. Damit die Außenstehenden direkt sehen, hey, das ist der rein elektrische. Ja, der Markus hat schon gemeint, man könnte die auch schwarz machen, oder mit dem Gelb. Also würde theoretisch gehen, die können wir sogar abbestellen. Aber lass das mal, sieht irgendwie lustig aus, dann kennen wir ihn auch gleich. Richtig, und fällt auch auf, ne? Ja. Für euch also, die kriegt ihr auch in anderen Farben, nur der war ja vorkonfiguriert, den hat man ja schon so auf dem Hof stehen, da hat man leider dann nicht die Möglichkeit, das direkt abzuändern. Wie oft fährst du unter der Woche nach Freinsheim? Fährst du überhaupt wöchentlich mal runter? Ja, weniger, ja. Weniger, das okay. Das mache ich mir für Jochen und Markus, die haben da eher was zu tun. Ich fahre dann höchstens mal raus und gucke mal, ob alles in Ordnung ist. Ja. Aber so das tagtägliche Geschäft, das sollen ja die Buben machen. Lieber Edmund!
lieben, lieben Dank, dass wir mal mit dir ein Ründchen fahren durften. Hat mich gefreut. Ja. Echt cool. Super. Es bereitet ihm anscheinend sehr, sehr viel Freude. Ja, das macht ja Spaß. Und wir halten euch auf jeden Fall up to date. Vielen Dank für den Einblick. Okay, ihr Lieben, einen ganz, ganz lieben Dank nochmal von meiner Seite aus und natürlich auch vom Autohaus Vogel. Liebe Grüße von unserer Geschäftsleitung. Es hat mich mega, mega mäßig gefreut, dass wir mal einen kleinen Einblick bekommen haben in euer Schuhgeschäft und in eure Mini-Welt. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, kommt vorbei, schreibt uns an. Wir helfen euch jederzeit weiter. Ich würde sagen, auch dir liebe Grüße zurück und hat Spaß gemacht. Vielen Dank, gell? Die Tasche nehme ich mal mit und dann sehen wir uns.